Hallo Sepp. Hallo Anne. Wir machen noch ein kleines, wie auch immer wir das nennen, Indie-Zwischengedönse. Und zwar heute mit einem Spiel, das einen viel zu langen Namen trägt. Ich versuche es jetzt mal auszusprechen, ich habe es bisher selten geschafft. Dr. Langus Cough, the Tiger and the Terribly Cursed Emerald, a Whirlwind heißt. Ach so, ja, Auf das. jeden Fall nicht suchmaschinenoptimiert, dafür aber umsonst und von dem Team, das auch, oder von dem Teil des Teams, das auch Stanley Parable gemacht hat, das Yippie. man vielleicht kennt. Genau, kann man sich einfach auf Steam ziehen, ist nicht lang und deshalb spielen wir das jetzt einfach mal durch. Gut, ich wechsle mal ins Spiel rein, damit man schon mal das Und wenn tolle ihr es Bild da cool sieht. findet, dann kauft was von dem Team. Wir bekommen kein Geld dafür, nun, ja. Ich sehe schon die Kommentare vor mir. Ja, dann legen wir doch einfach mal los. Ich sag am besten noch gar nicht zu viel dazu, weil das erklärt sich eigentlich relativ schnell selbst. Ja, das ist auch schon alles, was man machen kann. Laufen und Sachen angucken. Angucken. Angucken und auch interagieren. Ach so. Und das ist auch das erste coole Element. Ha? Ja. Das erinnert mich dann so ein bisschen an Anti-Chamber. Da guckt man ja auch so auf sein Menü rauf, wenn man Kannst sich du mir da den nicht Ton hier ein bisschen lauter machen? im Raum. Mhm. Das war, glaube ich, der hier, ne? Sag mal, hörst du Es was? Ich sollte habe jetzt gerade jemand reden. ja. Ah, okay. Ja, ich glaube, das passt so. Okay. Also grundsätzlich kann ich ja schon mal sagen, es geht darum. Okay, vielleicht kann ich auch nichts sagen. The thing is, the game you've just downloaded, somebody is playing it right now, so you can't play it. I'm really sorry. This is quite inconvenient. I don't know why this keeps happening. Sorry, we're generally quite organized. You should come inside, I'll explain. Just through here. Here's the thing. The game's live, which makes it impossible to insert you. And also it's just quite difficult now for you to leave. But I think it's okay. I know what to do. I'm gonna try and call publicity and liaisons and we should be able to take you to the green room. All right? If you just wait here, we'll be able to get you in. All right, let me just find the number here. Okay. It's ringing. Somebody will pick up. We're okay. Okay. They hung up. Das wollte ich Okay, nicht. I'm gonna try that again. I'm so sorry. Das Bild da ist aber süß. Oh. Okay, Ach, das ist ein let's see. anderes Well, I know Stück. we've both got better things to be doing with our lives. Sehr gute Tipps hier. Was ist denn hier noch alles? Ja, ich würde. Oh, I know what's going on. We've got something of a strike sort of situation emerging. Yeah, we've become quite understaffed. Actually, you wouldn't mind doing me a favor, would you? Come through here. I could really use your help. Super. Ich wollte doch eigentlich nur spielen und jetzt muss ich hier mitarbeiten. If you'd rather wait here, I could just let you know when we're ready for you. Ja, ich würde gerne hier warten. Na gut, okay. Why miss out on this opportunity? The thing is, our entire weather department and half the wildlife Our hope is a boat and it's sinking. You like buttons? Vor allem Akt 3, and you'll be sure. able to play the game as soon as whoever is in there at the moment is finished. Promise. You'll help? Oh, this is fantastic. Okay, this way. Okay. Yeah, the lighting department is right through here. Don't worry about the strike. Kein Wunder, dass hier keiner mehr ist. Oh.
Ja, ihr merkt, man kann da relativ wenig eigene Sachen einbringen, weil der einfach permanent am Labern ist. Right. Okay. See that lever? The sunset off. Okay. Reflections in the lake looking. Bam. There it goes. Little lights blinking on in the windows of the mansion. So muss ein Lichtschalter aussehen. Pretty magical, really. Okay, now we need to attack him with a tiger. Was? It's a heist game. The player's playing a big heist. I don't want to spoil it for you, but the tiger's very important. Oh, magst du dein Mikrofon ein bisschen höher drehen? Irgendwie immer, wenn du so lachst und so, hörst okay, dich okay. so rauschen. So? Ja. Ungefähr? Ja, so ist, glaube ich, besser. It's just a game. It's actually, it's just a room full of bits of jungle. The difference is important. But I can understand the concern. Die Laser sind an. Soll ich die mal ausmachen? Aber was passiert dann? Versuch. Ich mach sie mal aus. Oh Christ, who walks up to a switch marked lasers? This is the one for me. We have staff overdose. Okay, we're good. Look, poor switch choices aside, we really need to keep going now. Ja, ist ja gut. There's some unique time pressure in the next. Right, this is all, it's so safe. We'd usually have someone else do this, but they started striking right after one of them. Okay, da ist, glaube ich, der Tiger drin. Just pull the lever and let's say, introduce the tiger to the level. Okay, dann lasse ich mal den Tiger ins Level. Los, Tiger! Was? Okay, roter Knopf. Tiger. Ah! Ich drück ihn mal nicht. Bist du nicht neugierig? Ja, der Button fängt den Tiger wieder ein. Ach so. Dann komme ich vielleicht schneller ins Spiel. Und was, wenn nicht, hä? Huh? Ja, gut. Okay, press it again. Was? Oh, thank goodness, the recovery crew are on the move. I wonder if they might have been addicted or gone to the union or been eaten by a tiger, you know. Okay, I'm trying to work out where you're going to be most useful. Im Spiel! Have anybody left in catwalks, do we? Oh, we do. Oh, great. Wow. Can't believe it. I guess weather control then. Oh. The door's just over there. You're doing so great. Not really, there's really not far to go. Das macht so gut. It hasn't been easy, you know. During our second performance, the pipe. No, too much. Oh. Okay, we're good. Ich wollte einfach mal dran drehen. Below the fan that sorts out the thunder and lightning. Hä? Was? Wie wo? Could you do the lightning? It's a really nice. Hier? Da. Oh. It might be wired up, Rob. I'm sorry. That room gets. Now I think about it, might be safe. There it is, there we go. Okay. You've got a picture of the building lit up by these big flashes of lightning. It's really imposing. Nah. Speaking of, the player has apparently entered the mansion through the orangery and is. They're going to use the lift. Right. This way. Was? Wait, hang on a second, this is really important. Behind this door is the closest the player ever passes backstage. They'll be right behind a wall, and I don't know what the wall's made of, but I do know that it's phenomenally cheap. It is so super. Just down the steps. Yeah, that's good. That's the mansion in there. The player would have got here much earlier, except they had to disarm the lasers that suddenly put in their way. You do know that when I say somebody, right, I mean you. I'm not being too subtle here, am I? It's okay. It was just it was a fun and unexpected and searing challenge for them. In any case, here's what we need to do. The player's going to come down the corridor and call the lift. Okay. But once the doors open and they get inside, they're going to press the down button. When that happens, all you have to do is pull the lever on this side. Okay, das kann ich. It's always supposed to power itself, obviously. This is just a hangover from rehearsals that nobody got around to replacing. It's fine. Okay. Time. No, wait, here he comes. Shh, out, ice front. Yeah! Wait for it. Ready? What are they doing? Keine Ahnung. Why haven't they pressed the
halt ruhig. Okay. Schrei doch nicht so. Ich fand's gerade wirklich spannend. At least they're on their way now. Actually, they're going to be very busy with the vault. You could start playing in the grounds. We just need to prep some pyrotechnics for the escape sequence and then we're good to go. There's a little pyro workshop up the stairs. Ich finde halt die Vorstellung so witzig, dass ein Videospiel wie so ein Theater aufgebaut ist. Ah, Pyrotechnics, dann gehen wir mal hier lang. Just, hurry along. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, kann ich hier Schlüssel klauen? That's okay, I can understand that. Okay. Dann geht's halt weiter. Well, we really should keep moving. It's not an unpleasant lift. Really, it's a good lift. Alter, schließt du da denn? Ah! Okay. Oh my god. Are you okay? Do you still have your ankles? Are they in the correct orientation? Okay, you're okay? You do? Ja, alles. So, okay, aber hier waren wir ja schon mal. Really, this is the weather room, isn't it? Ja. Right. Okay. Nochmal Blitze? Since we can't reach the lift of Pyro, the only way back into the game is through a department called High Concept Miscellaneous Interaction. Ach, das ist ja hier. Was bedeutet denn das? Hast du eine Ahnung? Michelinus? Ja. Das ist so ein Wort, das liest man immer online, aber hat keine Ahnung, was bedeutet. Zumindest geht's mir so. Naja. Wir werden es herausfinden. Ah. Okay. Was haben die denn alles? Okay. Was muss ich hier tun? So viele Knöpfe? Okay. Nummer 4. Don't worry about that. Don't worry. That's fine. I think that's normal. I don't think that light's a bad sign. Welches Licht denn? Daneben, direkt neben dem Nummernpad. Was? 5, 7, 2, was hat er gesagt? 1? Okay. 9, 4? 1. Okay. Ja. Weg. Ja, sorry. Ist hier Kaffee? Okay, I found the right instructions. Alright, I need you to press the number 9. Okay. Alright. Okay, die Taste ist kaputt. Na toll. Right? Okay. 5, 2, 1, 4. No, hit star to cancel that. Was? Was ist. Star. Right. Was? 7? 2? Was? Links? Ich kann jetzt nicht! 1, 4. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich kann doch das Telefon nicht aufnehmen. Welches ist das andere Telefon? Ja! Aber der legt immer automatisch auf! Nein! 2, 5, 9. Also, 9 geht nicht! Okay. Einfach weggehen. Einfach gehen, das ist immer eine gute Lösung. Einfach gehen. Ja, es geht schon von alleine hoch. Wieso kann ich hier nicht durch? Okay, wieder hoch. Die Explosion ist vorüber, wir können weitermachen. Ja. Vier, hä? Was? Feuer? Oh Gott. Please don't do what I think you're about to do. Please don't do it. Pick up the phone and put it. Ich will ja. Ich kann doch nicht. Why did you do it?
Ja, und jetzt? Es brennt! Ich wollte doch nur spielen! Okay, das habe ich. Und jetzt? Ja! Okay, also wenn es leuchtet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt? Ha! Jetzt. Okay. Es regnet. Ja! Okay. Ich glaube, wir haben alles kaputt gemacht. Okay. Here we are again. So this is how it's going to work. You go in there. Just give me a moment. I will bring the lights up and Dr. Langisgoth, the tiger and the terribly cursed emerald. Whoa. Enjoy it. Es geht los. Thank you so much. Okay. Bist du dir sicher, dass es sich jetzt nicht vielleicht an dir rächt und das möglichst schlimm macht? Ich habe doch mein Bestes gegeben. Ich sehe nichts. What? Another player? You've got to be kidding me. I can't do this again. Okay, this is really awkward. The fact of the matter is... Wait, hang on, where are you going? Right, so, look, I need to talk to you. Okay, that's the lighting room. You need to talk... Okay, fine, this is wildlife prep. No, hang on, this is... hang on, there's a tiger in there. There's a tiger in there. Okay, was tut er? Don't pull that! Wait, no! Oh! Ja, das war's schon. Echt jetzt? Ja. Das ist ja sehr aufregend. Also ich fand's echt ganz witzig. Und ich meine, umsonst mal eine Viertelstunde so eine kleine Geschichte, die eigentlich ganz charmant ist, kann man mal machen. Kann man dann Sachen auch noch richtiger oder noch fälscherer machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, kann man die Telefone irgendwie aufheben? Also, er hat sie immer wieder automatisch da drauf geknallt. Ich kann dir das nicht sagen. Aber es ist schon, ja gut. Ich finde halt den Sprecher irgendwie fantastisch. Ja. Der bringt das schon echt richtig gut rüber. Frage ist halt, ob man das jetzt nochmal selber spielt oder ob man es dann für jemanden... Vorschlägt, der das jetzt nicht vielleicht bei uns sieht. Ja, aber ich finde, es ist halt auch irgendwie so ein ganz, ganz gutes Ding für die Entwickler, so Werbung zu machen. Weil man sich dann vielleicht auch mal die Spiele von denen anguckt, die auch so ähnlich gestaltet sind wie Stanley Parable, die ja auch irgendwie so erzählerbasiert sind. Mhm. Und man kann das ja auch schön, guck mal hier, Mutti, ich habe ein Spiel, guck doch da mal ran. Damit auch andere mal ja, sehen, kommt, wie vielseitig Spiele eigentlich sein können. Mhm. Und da kommt man halt easy rein. Ich meine, du musst nur WASD drücken können und die Maustaste. Mhm. Und das war's dann. Also das ist eigentlich echt ganz cool, um das mal ein paar Leuten näher zu bringen, die nicht so viel mit Videospielen am Hut haben. War das denn, mit dem wir gesprochen haben, der Dr. Langisgoth? Ich habe keine Ahnung. Er hat sich ja nicht zu erkennen gegeben. Es war halt so der Game Master oder so. Oder der Theaterleiter, was auch immer das jetzt war. Okay, dann sagen wir schon wieder Tschüss. Jo. Wink doch mal, Sepp. Tschüss. Tschüssi.